Moin Leute, willkommen im Ruderland. Ich sitze hier gerade vor meinem Fernseher und meinem Amazon Echo Studio. Und im heutigen Video soll es mal um das Thema Kabel gehen. Und zwar hat ja der Amazon Echo Studio einen AUX-Anschluss, wo ein Klinkenanschluss reingesteckt werden kann. Der kann ja auch für einen optischen Eingang genutzt werden. Und ihr habt ja zwei Möglichkeiten, das Ding an euren Fernseher anzuschließen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Der erste Schritt ist einfach so mit einem normalen AUX-Kabel, ne, einfach in den Fernseher reinstöpseln, Kopfhörerausgang da und in den Amazon Echo Studio und dann habt ihr quasi den Sound. Dann deaktiviert ihr am besten noch von eurem Fernseher den Lautsprecher oder sowas und dann habt ihr wirklich den Sound aus dem Echo Studio. Das ist per AUX ein bisschen tricky, manchmal auch ein bisschen buggy, weil dann der Sound nicht irgendwie startet oder sowas. Es gibt dann auch noch parallel die Möglichkeit, so ein optisches Kabel zu nutzen, falls euer Fernseher sowas hat, ne, so sieht das Ding hier aus, dann könnt ihr das auch verwenden. Da müsst ihr aber halt aufpassen. Ich habe nämlich den ersten Fehler gemacht, ich habe mir so ein ganz normales optisches Kabel geholt und das passt natürlich nicht in den Echo Studio rein, in den Fernseher ja, aber nicht in den Echo Studio. Und entsprechend müsst ihr halt schauen, dass ihr halt so ein Kabel habt, wo auf der einen Seite so ein Anschluss ist und auf der anderen Seite so ein Anschluss. Ich blende euch das mal ein, ich verlinke das auch unten in der Videobeschreibung. Das ist jetzt so ein Amazon Basic Kabel, das ich gekauft habe für 7,99 Euro. Normalerweise, ich habe es irgendwie im Warehouse für 5,60 Euro gekauft. Und das Ding habe ich jetzt angestöpselt. Und ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, was jetzt geht und was jetzt nicht mehr geht. Also eine Info erstmal vorab. Dolby Atmos könnt ihr erstmal vergessen, sobald ihr das mit dem optischen Anschluss macht. Genauso wie irgendwie zwei Echo Studios an einem Fernseher zu betreiben. Das geht da ebenfalls nicht. Das könnt ihr erstmal abhaken. Und was ihr ebenfalls abhaken könnt, ist das Thema Lautstärke mit eurer Fernbedienung einzustellen. Weil das geht dann mittlerweile nur noch über den Echo Studio. Ne, also mit Alexa Lautstärke 5. Ja, also dann macht ihr dann die Lautstärke hoch oder runter oder halt am Studio selber. Aber ihr werdet die Fernbedienung dafür nicht mehr nutzen können. So, und ich sag mal so, prinzipiell, wenn ihr, also das ist jetzt ein Philips 49 Zoll, keine Ahnung, PU ist irgendwas, keine Ahnung, 6 irgendwie. Und da ist ja der Lautsprecher schon mies. Und da im direkten Vergleich hier einen Echo Studio zu haben, ist natürlich dann schon eine spürbare Verbesserung. Ich habe jetzt, wie gesagt, das mal mit beiden Konstellationen im Einsatz gehabt. Also von den Features gibt sich das nicht so viel. Aber wie gesagt, beim AUX-Kabel hatte ich immer das Problem, egal ob ich den Studio jetzt hier angeschlossen habe oder bei meinem Rechner oder bei meiner Xiaomi Mi Box drüben. Da war immer das Problem, egal was für ein Kabel ich hatte, manchmal hat irgendwie der Sound nicht gestartet. Also der Film lief schon, der Sound lief schon, aber die Musik lief schon, aber es kam einfach nichts an. Und das kam dann schon erstmal mit Verzögerung raus oder sowas, hat dann erst wieder 10 Sekunden gestartet und sowas. Das habt ihr mit Optik jetzt nicht das Problem, mit dem Optik-Tasting-Kabel. Und ich starte jetzt einfach mal was. Alexa, Lautstärke 8. Cross-Feature-Funktion. Hier haben wir das Ganze nochmal im Detail. Was noch interessant ist, hier haben wir die. Ja, also, wie gesagt, vom Sound her immer noch eine gute Verbesserung für jeden Flachbildschirm. Aber wie gesagt, bedenkt dran, wenn ihr so ein optisches Kabel nutzen wollt, dass auf jeden Fall eins mit einem AUX-Anschluss auf der anderen Seite drin ist. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch das unten, da könnt ihr selber schauen. Damit möchte ich einfach schon aufhören, weil ich habe dieses Video eigentlich nur gemacht, um euch vor demselben Fehler zu bewahren wie mich, das einfach nur ein normales Toslink-Kabel zu kaufen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.